Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 95, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns durch deinen Heiligen Geist versiegeln möchtest, sodass dein Name, dein Wesen, dein Charakter durch Jesus in unserem Denken so vorherrschend ist, dass andere sehen, dass du uns verändert hast. Herr, wir möchten dich bitten, dass du dazu auch heute durch deinen Geist, durch dein Wort zu uns sprichst. Und wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 2. Mose 28 immer noch bei der Kleidung der Priester, die in der Stiftshütte dienen sollen. In Vers 39 steht, und webe den Leibrock aus gemustertem Leinen und fertige einen Kopfbund aus Leinen an. Und mache einen Gürtel in Buntwirkearbeit. Mache auch den Söhnen Aarons Leibröcke und fertige für sie Gürtel an und mache ihnen hohe Kopfbedeckungen zur Ehre und zur Zierde. Und du sollst sie deinem Bruder Aaron anlegen und auch seinen Söhnen und sie salben und ihre Hände füllen und sie heiligen, dass sie mir als Priester dienen. Nur heilige Menschen konnten als Priester dienen. Deswegen musste Jesus als der vollkommene Priester auch vollkommen heilig sein. Und auch wir sollen geheiligt werden, damit wir andere Menschen zu Jesus bringen können. Und du sollst ihnen leinende Beinkleider machen, um das Fleisch der Blöße zu bedecken, von den Hüften bis an die Schenkel sollen sie reichen. Und Aaron und seine Söhne sollen sie tragen, wenn sie in die Stiftstüte hineingehen oder wenn sie dem Altar nahen zum Dienst am Heiligtum, damit sie keine Schuld auf sich laden und nicht sterben müssen. Das soll eine ewige Ordnung sein für ihn und seinen Samen nach ihm. Der Priester kann nur mit dem richtigen Kleid, mit dem richtigen Gewand seinen Dienst ausführen. Auch wir können nur Könige und Priester sein, wie es die Bibel uns sagt. Wir haben ja schon gesehen in 2. Mose 19, dass das Volk Israel ein Königreich von Priestern sein sollte wenn sie geistlich gesehen das richtige Kleid anhaben, das Kleid der Gerechtigkeit, das im Himmel hergestellt worden ist, das er ja hier symbolisch dargestellt wird und das uns bekleidet, sodass wir ohne Schuld vor Gott sind. Das ist aber die Verordnung, die du befolgen sollst, um sie zu heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Nimm einen Jungstier und zwei makellose Witter sowie ungesäuertes Brot und ungesäuerte Kuchen mit Öl gemischt und ungesäuerte Fladen mit Öl gesalbt. Aus Feinmehl vom Weizen sollst du alles machen und lege es in einen Korb und bringe es in den in dem Korb da, zusammen mit dem Jungstier und den beiden Wittern. Dann sollst du Aaron und seine Söhne vor, dem Eingang der führen, vor den Eingang der Stiftshütte führen und sie mit Wasser waschen. Und du sollst die Kleider nehmen und Aaron bekleiden mit dem Leibrock, und mit dem Obergewand zu dem Efort, auch mit dem Efort und dem Brustschild, und du sollst ihn gürten mit dem gewirkten Gürtel des Efort. Und setze den Kopfbund auf sein Haupt und hefte das heilige Diadem an den Kopfbund. Damit ist dieses Stirnblatt gemeint, von dem wir gestern gehört haben, auf dem eingraviert war in Siegelgravur Heilig dem Herrn. Dieses Siegel an der Stirn des hohen Priesters, war seine Krone. Unsere Krone ist der Name Gottes an unserer Stirn, in unserem Denken, in unserem Herzen. Und du sollst das Salböl nehmen und auf sein Haupt gießen und ihn salben. Und seine Söhne sollst du auch herzubringen und ihnen die Leibbröcke anlegen und gürte sie, Aaron und seine Söhne, mit Gürteln und binde ihnen die hohen Kopfbedeckungen um und das Priestertum soll eine ewige Ordnung für sie sein. Auch sollst du Aaron und seinen Söhnen die Hände füllen. Danach sollst du den Jungstier herzubringen vor die Stiftshütte. Und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Jungstieres stützen. Und du sollst den Jungstier schächten vor dem Herrn vor dem Eingang der Stiftshütte. Und du sollst von dem Blut des Jungstieres nehmen und mit deinem Finger auf die Hörner des Altars tun, alles übrige Blut aber an den Fuß des Altars schütten. Das Blut sollte an die Hörner. Wir haben schon gelernt, die Hörner des Altars stehen für die Kraft, die dieser Altar symbolisieren sollte, die Kraft des Evangeliums. Und hier wird deutlich, die Kraft sollte assoziiert werden mit dem Blut, das vergossen wird. Das Blut, das Jesus, unser Opfer, für mich und für dich vergossen hat. Darin liegt die Kraft, die Kraft zur Vergebung, die Kraft zum Überwinden, die Kraft zur Wiederherstellung eines Charakters, der vor Gott angenehm ist. Und du sollst alles Fett nehmen, das die Eingeweide bedeckt und das Fett über dem Leberlappen und die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, und sollst es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Aber Fleisch, Haut und Unrat des Jungstieres sollst du außerhalb des Lagers mit Feuer verbrennen, denn es ist ein... Sündopfer! Danach sollst du den einen Witter nehmen, und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Witter stützen. Und du sollst den Witter schächten und von seinem Blut nehmen und an den Altar sprengen ringsumher. Aber den Witter sollst du in Stücke zerlegen und seine Eingeweide und seine Schenkel waschen und sollst sie zu den Stücken und zu seinem Kopf legen und auf dem Altar den ganzen Witter in Rauch aufgehen lassen. Denn es ist ein Brandopfer für den Herrn, ein lieblicher Geruch, ein Feueropfer für den Herrn. Ebenso sollst du auch den, sollst du den anderen Witter nehmen, und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf seinen Kopf stützen, und du sollst den Witter schächten und von seinem Blut nehmen und es auf das rechte Ohrläppchen Aarons tun, und auf das rechte Ohrläppchen seiner Söhne, und auf den Daumen ihrer rechten Hand. Und auf die große Zier ihres rechten Fußes. Das übrige Blut aber sollst du ringsum auf den Altar sprengen. Das Blut sollte an das Ohrläppchen, an den Daumen und an die große Zier des Fußes. Symbolisch sollte das zeigen, dass das Blut drei Dinge bewirken soll. Wir sollen hören auf das Evangelium. Wir sollen es tun. Und wir sollen auch gehen, um anderen davon zu berichten, unser ganzes Leben soll davon geprägt sein, dass Jesus für uns, für mich und für dich gestorben ist. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns krönen möchtest. Nicht mit weltlichem Ruhm oder Reichtum, sondern zuallererst mit der Krone deiner Gerechtigkeit, der Krone deiner Heiligkeit. Die wir als Siegel, als Charakter, der durch den Heiligen Geist gewirkt worden ist, tragen dürfen. Und darum bitten wir dich, dass wir in unserem Leben in allen Details niemals vergessen, dass du, Herr Jesus, für mich und für jeden, der jetzt zuschaut, persönlich gestorben bist. Dafür danken wir dir. In deinem Namen beten wir. Amen.